Herzlich willkommen zu VfB Stuttgart danach. Herzlich willkommen das Baden-Württemberg-Derby. TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart. Endstand 3:3. Die Torschützen Siedl, nur ich sag nur die Gegen, nur die Tore für den VfB Stuttgart. Das erste Tor war Nicolas Gonzalez. 1:1 und dann das zweite Tor, das 2:1 für den VfB Stuttgart. Das war durch Sidas, war man die Tuka und das 3:3 der Endstand dann durch Marc-Oliver Kempf und der Elfmeter für die TSG Hoffenheim. Der war berechtigt, aber der VfB war deutlich besser. Nächste Woche gegen VfB Stuttgart gegen Bayern gibt das mal wieder seit langem einen Heimsieg für den VfB Stuttgart. Schreibt eure Tipps und runter in die Kommentare rein. Gewinnt der VfB? Ich sag, der VfB gewinnt daheim, verdient mit. Ich blende jetzt gleich ein. Einen kleinen Moment. Ich sag, wer gewinnt? Und das glaubt ihr mir nicht aufs Wort genau. Wer gewinnt? Das zeig ich. Mein VfB-Tipp für nächste Woche ist sehr prächtig. Das glaubt mir jetzt keiner, was ich tippe. Für nächste Woche VfB Stuttgart, das glaubt mir kein Mensch. Ich blende es aber jetzt ein. Mein VfB-Tipp gegen Bayern, auch in Bayern. Ich tippe auf einen 2:1-Heimsieg für unseren 2:1 gewinnt der VfB Stuttgart daheim. Mit 2:1 der erste Heimsieg in der Saison 2020-21. Der erste Heimsieg muss her und er muss am Samstag gegen den FC Bayern München. Und wenn der VfB so weitermacht, ist sogar vielleicht die Europa League drin. Man weiß es nicht. Der VfB kann auch immer noch deutscher Meister werden. Aber nicht so davor. Nicht so aufgeregt sein, dass der VfB Meister wird. Vielleicht ja die Europa League, das wäre ja was. Dass man sich Platz 6 ergattert in Bundesliga 1. Und wir schauen noch auf Liga 2. Da hat die Eintracht aus Braunschweig mit 3:1 gegen den KSC verloren. Und dann noch die weiteren Ergebnisse. Oh. SC Paderborn. Der FC Heidenheim gegen Paderborn 2:2 und dann am Montag dann VfL Osnabrück gegen Nürnberg. Das war VfB danach gleich und weiteren Top-Themen über Covid-19 morgen ab. Das gibt's zu sehen ab morgen. Morgen Abend einfach einschalten bitte ab. Ab 18 Uhr. Morgen ab 18 Uhr 45 bin ich wieder dann für euch da mit einem Corona-Spezial morgen. Danke
Und ich wünsche dir noch ein schönes Fußballwochenende. Und wenn wir uns morgen nicht sehen, dann spätestens am Montag. Und danke, abonniert weiter, guckt die Videos, alle Videos angucken. Und das war alles über VfB Stuttgart. Und wir sehen uns dann am Samstag um 18 Uhr wieder, gleiche Stelle, gleiche Uhrzeit. 18 Uhr bin ich wieder für euch am nächste Woche Samstag wieder VfB, danach VfB Stuttgart gegen FC Bayern München. Mein Tipp war 2-1 für den VfB. Und ich haut rein. Peace. Tschüss, Ade. Daumen nach oben oder nach unten. Abonniert. Aktiviert die Glocke. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.